Servus, der Fischi hier. Und zwar melde ich mich heute mit einem Video, in dem ich euch was präsentieren will. Und zwar ja, bin ich eigentlich schon ganz schön aufgeregt, weil ich bin super glücklich, dass es jetzt endlich fertig ist. Und zwar haben wir, ich zeige es euch direkt mal, jetzt seit ungefähr einem Jahr an was gearbeitet, und zwar an einem Durchschlagschutzsystem. Wie man das sieht. So, Insert auf der Felge im Reifen im Tubeless-System. Name Tire Trooper, der Reifensoldat, ziemlich passend. Beschützt dein Laufrad, deine Felge. Und zwar, wie bin ich da drauf gekommen? Ich war ja schon immer ein bisschen vom Platten geplagter Fahrer. Habe oft bei Weltcups mein Ergebnis versaut, eben durch Platten, durch irgendwelche Durchschläge und so Sachen. Und die Initialzündung für mich ist eigentlich gekommen, als ich letztes Jahr in Australien auf einem Superlauf unterwegs war, im Steinfeld Platten gefahren habe und dann der Run für mich beendet war, die WM beendet war, und wenn man mal um die halbe Welt wieder nach Hause fliegen muss, wegen einem blöden Platten, dann denkt man da schon mal nach. Und warum was selbst entwickeln? Es war einfach so, alles was damals auf dem Markt war einfach nicht wirklich zufriedenstellend. Also das eine war deutlich zu hart. Du hast eben beim Fahrverhalten dann gemerkt, dass das Rad mehr das Springen anfängt, also du immer durch den harten Kern ein bisschen mehr so die Rebounds vor irgendeinem Hindernis bekommen hast. Das andere war zu weich, hat kaum Schutz geboten. Das andere hast du reingemacht und es war nach einem Lauf kaputt. Und dann hat es was gegeben, das war zwar vom Schutz her super gut, aber war einfach mit, ich glaube, 300 Gramm oder so, macht es keinen Sinn als Rennfahrer, wenn man, selbst als Hobbyfahrer, wenn du 2x300 Gramm bewegende Masse im Laufrad hast, das kannst du vergessen. Deshalb bin ich dann auf die Idee gekommen, selbst was zu entwickeln, und habe mir dann ein paar Leute herangezogen. Und als wir mit dem Thema dann begonnen haben, uns wirklich gut auseinanderzusetzen, in die Materie tiefer reingegangen sind, haben wir gemerkt, dass es einen guten Durchschlagschutz bzw. ein Pannenschutzsystem herzustellen ist nicht einfach. Und es ist deshalb nicht einfach, es geht nicht nur um den Durchschlagschutz, sondern es sind mehrere Parameter, auf die man wirklich aufpassen muss. Es ist zum einen ein guter Durchschlagschutz, natürlich. Dann die Fahreigenschaften sollten nicht negativ beeinflusst werden, wenn möglich sogar positiv, das Fahrverhalten. Das Gewicht spielt eine wichtige Rolle. Ich meine, als Rennfahrer, als Endurofahrer, Cross-Country-Fahrer steckt sich wahrscheinlich niemand irgendwas rein, was 250 Gramm pro Laufrad hat. Die Haltbarkeit, Notlaufeigenschaften, Rollwiderstand, das sind viele Sachen, die da zusammenkommen. Aber primär die wichtigsten Sachen sind eigentlich Durchschlagschutz, Fahreigenschaften, Fahrverhalten und eben das Gewicht. Und das sind die drei Parameter, wo wir versucht haben, das Beste rauszuholen. Also man kann jetzt einen Durchschlagschutz nicht einfach herstellen, indem man irgendwas Festes ins Laufrad reinmacht und das Ding dann zum Labortest schickt und sieht, man hat einen perfekten Durchschlagschutz, allerdings das Fahrverhalten dann komplett für den Arsch ist, weil das Fahrrad nur noch springt. Und deshalb ist es mit irgendwelchen Labortests nicht wirklich rauszufiltern, was ein gutes System ist. Und da bin ich dann natürlich logischerweise der beste Tester. Die wichtigsten Sachen, auf die wir Einfluss genommen haben am Anfang, war einfach Durchschlagschutz, Fahreigenschaften, Fahrverhalten und Gewicht. Da haben wir probiert, dass wir eine gute Kombination zusammenbekommen, eben um den guten Durchschlagschutz zu gewähren, dass es sich beim Fahren gut anfühlt, dass man nicht irgendeine Negativerscheinung hat beim Fahrverhalten, und logischerweise gutes Gewicht. Das haben wir dann immer ein Stück näher gekommen. Und dann gibt es natürlich noch andere Parameter, die wichtig sind, wie zum Beispiel Haltbarkeit, war wo es Notlaufeigenschaften soll zum System haben, Rollwiderstand sollte nicht gerade größer werden, und dann haben wir dort eben rumprobiert und sind dann immer wieder nach und nach eben zum perfekten Material gekommen. Ich fange jetzt mal an mit dem Durchschlagschutz. Wir haben hier bei diesem Schaumstoff haben wir in der Herstellung Einfluss genommen auf die Raumdichte, sprich auf die Härte, haben da nach mehreren Tests eben rausgefunden, wo es die perfekte Härte ist, damit du das erstens jetzt nicht negativ beim Fahren spürst und zweitens, dass du noch guten Durchschlagschutz hast. Das haben wir dann gemacht. Beim Gewicht sind wir sowieso gut rausgekommen. Das haben wir jetzt beim Downhill Trooper sind wir bei 104 Gramm, 103, 104 Gramm.
in der Cross-Country-Version, die ich dann auch noch zeige, sind wir bei gerade mal 76 Gramm. Also ich glaube, dass das für jeden Cross-Country-Marathon-Racer eigentlich die perfekte Sache ist, wo man sich jetzt nicht den Kopf übers Gewicht machen muss und hat das einfach drin und kann ein bisschen sicherer fahren. Wo es jetzt dann die nächsten Dinge sind, wo es jetzt beim beispielsweise beim Downhill Trooper nicht so wichtig war, wo wir aber trotzdem dann darauf geschaut haben, ist der Rollwiderstand. Wenn du jetzt beispielsweise das Insert zu groß machst, dass es außen an den Reifen anstößt bzw. nicht genug Luft da ist, dann heißt es, dass du ständig auf dem Insert dich bewegst und das vergrößert den Rollwiderstand. Also haben wir versucht, eben dort die richtige Größe rauszufiltern, den richtigen Durchmesser, das perfekt auf die Felge passt, aber eben noch nicht irgendwie auf den Rollwiderstand Einfluss hat. Genau, das nächste, was wir dann auch mitgeschaut haben, das zeige ich mal an dem Laufrad, ist, es gibt ja noch so andere Eigenschaften, dass das Walken verbessert wird, sprich vermindert wird oder eben als Burping. Viele Systeme beschreiben dies, dass sie das haben, aber meiner Meinung nach ein System, wo bloß auf die Felge bzw. in Reifen reingelegt ist, kann nicht gegen irgendein Burping oder gegen irgendein Walken helfen. Deshalb haben wir bei unserem Trooper drauf geschaut, dass der wirklich fest auf der Felge draufgespannt ist. Also der ist bei der Montage, das ist leicht zu montieren, das war noch etwas, wo wir geschaut haben. Allerdings muss es so sein, dass der Trooper richtig fest auf die Felge draufgespannt ist, weil dadurch drückt er den Reifen dann an die Felgenflanke. Sprich, wenn du mit wenig Luftdruck fährst, hält der wirklich den Reifen fest und vermindert dadurch das Walken und das Burping. Wenn man das mal sieht, ich weiß nicht, ob man das sieht, wirkt das so eigentlich fast zu klein, der Trooper. Allerdings ist das gewollt, um ihn eben so richtig dort drauf zu spannen. Dadurch hält er einen Reifen und auch wenn man mal eine Fahrt hat, wenn man sich einen Platten eingefahren hat und muss ohne Luft weiterfahren, hält eben das einen Reifen, dass er nicht abzieht und solche Sachen. Dann will ich einmal nur mal zum Rollwiderstand zurückgehen, was wahrscheinlich gerade für die Cross-Country-Fahrer ein extrem wichtiges Thema ist. Und zwar im Cross-Country, da haben wir einen Extra-Trooper, der wie man sieht schon in einer geringeren Höhe aufbaut, nicht so breit ist, eben einfach ein bisschen kleiner. Allerdings von der Raumdichte haben wir dort deutlich was dazugefügt, sprich der ist im Verhältnis zu der Größe ist er trotzdem härter. Also weil wir das, eben das Volumen nicht haben, aber eben trotzdem eine gute Durchschlagsresistenz haben wollten, mussten wir den ein bisschen härter machen. Was wir dort eben gemacht haben ist, wir haben darauf geachtet, dass der Trooper, dass der immer noch zwischen Trooper und Reifen genug Platz ist. Sprich, wenn jetzt der Fahrer auf dem Fahrrad hockt, ist es im Normalfall, wenn er mit dem normalen Luftdruck fährt, mit dem er immer fährt, ist es nicht der Fall, dass der Trooper im Gelände mitläuft. Genau, deshalb eigentlich keinen Einfluss auf den Rollwiderstand, außer vielleicht die 70 Gramm, die der Trooper mehr wiegt. Aber das nimmt wahrscheinlich jeder in Kauf, der dadurch sicher unterwegs ist. Was für uns auch noch ein wichtiger Punkt war, ist die Notlaufeigenschaft gewesen. Da haben wir probiert, dass wir trotz dem leichten Gewicht, also die knapp über 100 Gramm beim Downhill Trooper und die knapp über 75 Gramm beim Cross Country Trooper, damit wir noch gute Notlaufeigenschaft haben. Und das haben wir definitiv bei dem System. Wir haben am Anfang mit verschiedenen Materialformen rumprobiert. Also wir hatten am Anfang mehr ovale Form, einmal wie Dreiecksform. Allerdings war die beste Form für die Notlaufeigenschaft die Kreisform. Deshalb ist es dann auch eben runde Form geworden. Was es dann sonst noch zu sagen gibt, ist natürlich, jeder wird sich fragen, wie ist die Haltbarkeit bei so einem Trooper? Man muss natürlich sagen, wenn man jetzt mit einem Platten die ganze Zeit rumfährt, wird er nicht lange halten, das ist ganz logisch. Das ist einfach, wenn man nur 100 Gramm Material hat, irgendwann ist das verschlissen. Allerdings haben wir einen Notlaufeigenschaftstest gemacht. Also wir sind 5 Kilometer mit komplettem Plattfuß gefahren, haben das dann ausgebaut, haben es kontrolliert. Also der Trooper war nicht kaputt. Die Form hat sich verändert. Er war logischerweise mehr flach und er war ein bisschen weicher. Aber wie gesagt, er war nicht kaputt. Allgemein kann man sagen, über die Lebensdauer beim Trooper, es ist schwierig, da eine wirkliche Auskunft zu geben. Es ist einfach, es ist luftdruckabhängig, es ist fahrstilabhängig, es ist abhängig von welche Strecken man fährt. Aber man kann sagen, dass er jetzt ein normaler All-Mountain- oder Enduro-Fahrer, der normale Trails fährt, dass es da definitiv schon für eine Saison reicht.
Jetzt ein Cross-Country-Fahrer oder so, logischerweise auch, da ist auch keine viel größere Belastung. Wer jetzt natürlich ambitionierter Downhill-Racer ist oder jeden zweiten Tag im Bikepark shreddert, da kommt es natürlich dann drauf an. Je mehr Durchschläge das Ding kassiert, desto mehr erweicht irgendwann das Material. Allerdings ist es jetzt dann nicht irgendwas, wo direkt kaputt geht. Also man kann da schon einige Einschläge haben, das verkraftet der Trooper schon. Was gibt es sonst noch zu sagen? Also auf jeden Fall wahrscheinlich eine Frage, die aufkommen wird, ist, wie viel weniger Luftdruck kann ich fahren, wenn ich jetzt einen Trooper fahre? Das haben wir jetzt extra in die Beschreibungen nicht angegeben, weil das mit dem Luftdruck immer so eine Sache ist. Also jeder Reifenhersteller, jeder Felgenaufbau, alles ist anders da. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, man sollte eigentlich seinen normalen Luftdruck einfach beibehalten und fährt dadurch einfach deutlich sicherer, wenn man Trooper drin hat. Oder was ich jetzt bei meinen Tests festgestellt habe, ist, dass ich im Normalfall konnte ich mit Trooper zwischen 5 und 10% weniger Luftdruck fahren. Also das ist wirklich realistisch. Wer weniger Luftdruck fährt, wer jetzt denkt, der kann beim Downhill dann mit 1,5 oder 1,3 Bar fahren, ist das ein Schwachsinn, weil du dann eben die meiste Zeit auf dem Trooper fährst. Sprich, die Abnutzung ist höher, der Rollwiderstand ist höher, das macht einfach keinen Sinn. Also den normalen Luftdruck beibehalten, beziehungsweise ich bin eben 5 bis zum 10% runtergegangen, ohne dass ich irgendwie mehr Probleme mit Durchschlägen gehabt habe. Genau, dann zeige ich euch jetzt einfach mal das Trooper-Set, wie es quasi im Handel dann zu kaufen ist oder im Online-Shop. Set kommt quasi so: Es sind zwei Trooper-Inserts drin, es sind die speziellen Tubeless-Ventile drin, die man hier auch unbedingt braucht. Also, jetzt nicht denken, dass man sich bloß die zwei Trooper-Ringe kauft und das dann benutzen kann. Dadurch, dass eben der Tire-Trooper, ich zeige das nochmal, dadurch, dass der Tire-Trooper eben so auf die Felge aufgespannt ist, würde durch ein normales Ventil niemals die Luft reingehen. Oder wenn sie rausgeht oder wenn sie reingeht, genau, geht sie auf jeden Fall nicht mehr raus. Also sprich, man braucht definitiv die Spezialventile, weshalb es auf jeden Fall lohnenswert ist, sich ein Set zu kaufen. Was noch im Set enthalten ist, ist eine Tire Trooper Trinkflasche und in der Trinkflasche nicht direkt anfangen zu trinken, sondern in der Trinkflasche ist die Montageanleitung enthalten. Ich zeige es mal kurz. Also ist einfach in ein paar Schritten erklärt, wie ihr den Tire Trooper montiert. Es gibt natürlich ein paar Tricks, weil der Reifen lässt sich schon ein bisschen anders montieren als normal. Also man muss ein paar kleine Tricks beachten. Allerdings, wenn man da einmal drin geübt ist, ist das Kinderspiel. Genau, ich kann nochmal die Ventile zeige ich nochmal. Und zwar sind die hier, haben die einen seitlichen, also normales Ventil, hat er den Luftausfluss oben. Sechs mal so, genau. Den Luftausfluss oben. Das geht allerdings nicht, weil eben der Ring dort drauf liegt und da ziemlich gespannt drauf liegt. Deshalb haben diese Ventile einen seitlichen Luftausfluss. Und schön orange eloxiert, Aluminium gefräst mit schöner Laserarbeit hier unten und an der Seite, an der Mutter, damit man wirklich erkennt, wer ein Trooper drin hat, wer quasi Official Trooper-Mitglied ist. Was gibt es am Schluss noch zu sagen? Ich hoffe, euch gefällt das Produkt. Wir haben auf jeden Fall, oder ich habe alles gegeben, wir haben alles gegeben, um das Beste rauszuholen. Mir hat es wirklich sehr viel geholfen und ich hoffe, dass es euch auch helfen kann und probiert es aus. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare und ich bin da auf jeden Fall dahinter und werde das beantworten. Peace!